So, wir wollen jetzt erstmal einen Helden auswählen, der hoffentlich endlich mal ein Barbar ist. Barbar. Und sie ist lesbisch. Juhu! Keine anderen negativen Fähigkeiten. Sehr schön. Lady Stephanie die Zweite. Dich nehmen wir. Und jetzt haben wir 11.000 Gold. Erstmal gucken wir hier. Kein neues Schwert. Ein neuer Helm, der... Was? Mehr Lebenspunkte macht, aber weniger Mana. Ist ja interessant. Okay. Dich haben wir schon, dich haben wir schon. Dich... Mehr Lebenspunkte, mehr Crit-Chance und mehr Crit-Damage. Dafür ein weniger Vampirismus. Und 30 Lebenspunkte. Nee, ich glaube nicht. Aber das war keine leichte Entscheidung. Du hast Sprinten oder Lebenspunkt und Mana-Entzug. Sprinten ist manchmal doch sehr wichtig, um schnell durch irgendwelche Fallen zu kommen. Also ich denke, das werde ich behalten müssen. Hier haben wir noch schneller bewegen. Ich hätte gern, wie heißt das? Vampiric Rune. Die hätte ich gern auf dem Helm noch. Dann könnte ich das gegen das hier unten tauschen, gegen die Balance Rune. So, du hast Vampirrune, du hast Vampirrune, du hast Fliegen. Okay. Das heißt, all das Gold, was wir jetzt haben, haben wir über, in Anführungszeichen. Um hier was zu machen. Das heißt, wir sollten einmal das mit dem Gold erhöhen. Dass wir mehr Gold bekommen. Für 5000. Das ist echt... Das ist ein ganzes Leben, das einigermaßen läuft. Alternativ können wir auch weiter unser Schloss hochbauen und gucken, was da oben noch kommt. Oder die Standardsachen mal einfach nur erhöhen. Einfach stumpf immer mehr Lebenspunkte oder immer mehr Schaden. Oder Crit oder was weiß ich. Frage über Fragen. Ich glaube, ich erhöhe erstmal den Shinobi. Guck, was da noch kommt. Kommt eine ziemlich breite Etage. Was? Man kann sich in einen Baumstumpf verwandeln? Okay. Rüstungserhöhung. Und was ist das? Und wenn man nach unten schlägt, macht man mehr Schaden? Was? Ich schlage nie nach unten auf Gegner. Da ist die Chance viel zu groß, dass sie nicht sofort sterben und ich den Schaden kriege, weil ich sie berühre. Aber Rüstungserhöhung, das klingt sehr gut. Da kommen gleich mehr. Was bringt uns wirklich mehr Lebenspunkte? Viel. Einmal haben wir einen größeren Pool. Und die Tränke und Fleischbällchen, wollte ich schon sagen, die Hühnerkeulen, die sind prozentual. Also ja, komm. Alles da drauf. So. 495 Lebenspunkte. Zweimal vampirisch und einmal balanciert. Das heißt 5 Lebenspunkte pro Gegner. Das müsste jetzt abgehen wie Schmidts Katze. Und wir haben noch diesen Schrei, den die Barbaren haben. Wobei ich nicht weiß, wie oft man den anwenden kann. Warte mal. X. So. Spezial Barbaren schaut. Steht nichts von einem Timer oder sonst irgendwas. Okay. Testen wir aber mal. Parodus. So. Oh. Wir können den immer und immer wieder machen. Das ist ja praktisch. Okay. Hey du. Oh, hat doch einen Timer. Okay. Aber der ist nicht besonders groß. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Auch wenn das Spell irre lustig ist. Oh. Und man kann nicht darauf bauen, dass er gerade aktiv ist. Also nicht wirklich. Aber ja, sehr unterhaltsam. Scheint aber recht viel Mana zu verbrauchen. Hm, okay.
So. Wir wollen zum Maya-Bereich. Ich will mir da nämlich mal den Boss angucken. Oh, Tagebucheintrag. Eintrag Nummer 12. Also unser Vorfahr, oder wer auch immer das geschrieben hat, ist jetzt schon im Wald gewesen und hat einen Endboss getötet. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Ich habe eine Lösung für das Hungerproblem gefunden. Der Wald hat eine endlose Anzahl an Pilzen. Oh, keine gute Idee. Und innerhalb dieser Pilze liegen Hühnereier und Goldmünzen. Und ich glaube, er wird verrückt. Ich habe vor kurzem einen Baumstamm aufgeschlagen und ein Beutel voll Gold kam heraus. Manchmal fühle ich mich, als wenn ich irrsinnig werden würde. Außerdem, was ist mit dem Mond los? Er ist riesig. Ja, wenn man das so sieht, könnte man schon denken, dass wir alle auf einem schlechten Trip sind. Oder guten, je nachdem, wie man es sehen will. Aber ja, schon lustig, wenn man das so sieht. Wir hauen Tische kaputt und da kommen Geldsäcke raus. Wenn die Geldsäcke wenigstens auf den Tischen liegen würden, wäre es ja sinnig. Aber so... Oh, oh, flieg, flieg, flieg. Flieg. So, ich will zum Maya-Bereich. Warum machst du gerade keinen One-Hit? Das ist komisch. So, Maya-Bereich. Keine Statuen zerstören. Ah, ja. Oh. Oh. Das Ding hier oben ist echt nervig. Oh. Nee, komm, euch lasse ich einfach da stehen, ihr Deppen. So. Oh. Wo kamen die Ninja-Sterne gerade her? Okay. Das war Ninja-Sternwerf Nummer 1. Ninja-Sternwerf Nummer 2. Oh. Oh. Autsch. Oh. Es ist wirklich gut, dass wir so viele Lebenspunkte haben. Wir kriegen hier viel zu oft einen auf den Deckel. Wow. Ihr seid aber viele. War irgendwo noch einer, genau da. Oh, hey. So ist das nicht gedacht, Jungs. Ich hätte gern echt eine Fähigkeit, um Goldmünzen aufzusammeln auf dem Bildschirm. Die kommen da nicht durch. Okay. Oh. Sehr schön. Näher ran. Ja, warum kommen die manchmal durch und manchmal nicht? Das ist... Ja. Yeah. Oh. Viele Augen. Sehr viele Augen. Au. Oh. Aber egal, weiter. Aber so wirklich mag ich das Gebiet hier nicht. Also primär vom Layout. Gegner sind ja ganz okay eigentlich. Oh. Oh. So. Ich wollte eigentlich nur ganz leicht hochspringen, aber das klappt nicht so ganz mit dem leicht hochspringen. Wir müssen definitiv weg hier, sobald er da tot ist. Na komm. Du kippst um. Aber ich denke mal, hier wird irgendwo ein Teleporter sein. Weil der Bossraum kann ja nicht mehr so weit... Wow. So weit weg sein. Nee, 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 nee. Nichts riskieren. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier.
schneller weg hier. So, unten ist noch eine Kiste. Achso, da kann man nicht ran. Okay. Da ist auch nichts. Runter, 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 runter. Wo müssen wir eigentlich hin? Rechts. Ganz kurz mal nach oben gucken, was da so ist. Nichts. Oh. Na, ja, und ein Doom war's. Oh. Wow, 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 wow. Ein Treffer noch, wir sind Geschichte. Ein Doom Trade. Das war nicht so toll, das Leben. Und da hatten wir gerade einen Barbaren. Ich hätte echt vorsichtiger sein müssen und früher zurücklaufen. Also, ein Archmage, ein Assassin und ein Spell Thief. Ich probiere mal den Space Thief aus, auch wenn ich da nicht so viel von halte. So, 1600. Wir erhöhen magischen Schaden, weil wir gerade den Space Thief spielen. Was zur Hölle, warum funkelst du so? Also, okay. Wir haben 60 Lebenspunkte. Das ist tierisch wenig. Wir machen komische Geräusche, wenn wir angreifen. Oh. Dafür sollen wir ja fast unendlich Mana haben, und das stimmt auch. Aber uah. Was bringt uns fast unendlich Mana? Wenn ich mal zwei Schläge aushalten. Also ja, mit dem Charakter laufe ich jetzt definitiv in die Hölle. Besiege alle Gegner. Klappt nicht, okay. Mit dem Charakter laufe ich jetzt definitiv in die Hölle. Einfach nur, weil ich hoffe... können wir auch nicht totkriegen. Weil ich hoffe, dass wir dann die Gegner, die wir normalerweise nicht one-hitten können, mit ihm hier einfach wegbrennen. Und wenn das nicht wird, dann stirbt er halt und wir kriegen einen neuen Charakter. Was mir ehrlich gesagt auch ziemlich recht wäre. So, aber irgendwie geht's hier nicht runter. Also müssen wir nach rechts. Ich hoffe, ich kriege wenigstens genug Gold zusammen, um irgendein kleines Upgrade zu kaufen. Oh. Putsch. Oh. Nicht, wenn ich in Feuerhülle reinlaufe. So, wir wollten nach unten, nicht nach oben. Genau hier so. Oh. Kaputt. 500 reicht auf keinen Fall. Ja. Diese doofen Bücherregale. Ich würde gerne irgendwie ausstellen können, dass ich nicht automatisch auf Bücherregalen lande. Also oben drauf. Ich würde gerne durchfallen. Nur wenn ich oben drücke oder so drauf lande. Na gut, hilft nichts. Oh, oh. Und wir sind gleich tot. Nee, 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 nee. Also die Mischung aus einem Charakter, der nicht viel aushält und Mana und HP umgetauscht, finde ich nicht toll. Echt nicht toll. So. Oh ja, wenigstens haben wir jetzt genug Geld für ein Upgrade. Und Lebenspunkte sehen auch wieder gut aus. Ich hätte wahrscheinlich auch umtauschen sollen, dass er das Blood Cape hat zum Beispiel. Damit wir wenigstens etwas an Lebenspunkten haben. Na gut, wir wollten in die Hölle. Wir gehen in die Hölle. Das ist nicht die Hölle, auch wenn sie so ähnlich aussieht. Kaputt, putt, putt, putt. So, Lebenspunkte voll. Mana nicht voll, aber annähernd. Töten.